Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von House of Ashes. Dies ist nur ein Bonus-Part, also nichts so Relevantes. Das ist auch der letzte Part von Until Dawn. Nein. Nein, von House of Ashes. Until Dawn habe ich schon längere Zeit gespielt gehabt. Ja, und heute schauen wir uns alle Sammlerstücke an, die Bonusinhalte und die Anthologie, welche zeigt, welche Spiele es noch gibt. Ja, fangen wir mit dem Sammelstückle. Ich kann kein Deutsch mehr. Mit den Sammlerstücke an. Jetzt haben wir hier die Tafeln. Einmal gefunden im Passusu das Tageslicht. Ich werde einfach durchgehen und euch jedes zeigen. Und sehe gerade, uns fehlen nur drei. Hätte ich es nicht gedacht. Als nächstes gefunden ihn, verdammt. Erwacht. Gefunden ihn, Blutbad. Stolperdraht. Gefunden ihn, Passusu. Gefallen. Gefunden ihn das Signal. Durst. Gefunden ihn der Tempel. Und es heißt Ultraviolett. Und ich sehe gerade, uns fehlen vier. Nicht drei. Gefunden in Slayer. Ergeben. Ah, das war dieses. Gefunden in der Feind meines Feindes. Kameraden. Das habe ich mir mal angeschaut. Und trotzdem hatten wir dieses. Gefunden in fremde Zeitalter. Hotel. Das hatten wir nicht, weil wir Clarice da nicht mehr hatten. Wir haben sie schon vorhin getötet. Und wieso bin ich jetzt zurückgegangen? Wieso bin ich bei Sammlerstücke zurückgegangen? Könnte einfach. Ja, die Bilder anschauen können. Oh, hier gibt's viele. Briefing zu Banditen. Dieser Bericht spricht von Entwicklungsfehlern, die nahe der iranischen Grenze verschwanden. Die Helfer wurden ermordet und ihre Leichen in den Höhlen unter dem Hof entsorgt. Alles weiß aus Plastik. Der Ausweis eines Entwicklungshelfers, der sich zwischen den Leichen am Boden des Abgrunds befand, der Entwicklungshelfer war als vermisst gemeldet. Sieht so aus, als wären Dutzende vermisste Personen in der Höhle unter dem Hof abgeladen worden. Ja. Und siehe, uns fehlt hier Nummer 2 fehlt. Nummer 42, 45, 36, 29, 30, 40. 47 und die 48 fehlt uns. Also nicht mal so viele. Aber na gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier der Reihe nach. Expeditionskarte. Diese Karte zeigt den Ort einer falschen Ausgrabung in der Nähe des Te der Tempelausgrabungsstätte. Niemand wusste, dass die Archäologen hier waren. Taschenuhr. Ein Uhr mit dem Porträt einer Frau darin. Randolph hat gesehen, hat das Porträt seiner toten Frau Mary mit ins Grab genommen. Gepfählte Frau. Eine tote Frau mit einem eisernen Zelterring in der Brust. Das ist Lady Bradshaw. Randolph Hodgson tötete sie, indem er ihr Herz durchbohrte.
Blutleere Leiche. Eine blutleere Leiche mit mysteriösen Einstichstellen am Hals. Die Überreste des Archäologen Alice Van Houten, Lady Bradshaw, tötete ihn und saugte ihm das Blut aus. Gasmaske. Eine alte Gasmaske voller schwarzer Flecken. Die Hirten auf dem Hof über dem Tempel trugen Gasmasken, um nicht von den Kreaturen infiziert zu werden. Wissenschaftliche Notizen. Diese mit Schreibmaschine verfassten Notizen deuten darauf hin, dass der Speichel der Kreaturen für Menschen giftig ist. Überlegung zu Vampiren. Diese Notizen beschäftigen sich mit der Vermutung, dass Begegnungen mit diesen Kreaturen als Inspiration für die Beschreibung mythologischer Wesen von Pazuzu bis hin zu modernen Vampiren gedient haben könnten. Wenn das stimmt, sind sie schon seit Jahrtausenden eine Gefahr für Menschen. Coco. Ein organisches Gebilde voll unbekannter Flüssigkeiten. Es wirkt wie eine nichtmenschliche Kreatur. Diese Kreaturen schlummern in diesen Kokos, bis sie frisches Blut wittern. Das hatten wir. Keilschrifttafel. Eine Keilschrifttafel mit einem darauf klebenden Schild zum Katalogisieren. Auf der Tafel steht heilige Gesänge der Tempelpriester, um böse Geister fernzuhalten. Randolphs Tagebuch Teil 2. Dieser Tagebucheintrag beschreibt die Entdeckung des Tempels durch die Archäologen. Randolphs Tagebuch Teil 3. Dieser Tagebucheintrag enthüllt, dass die Archäologen tief unter dem Tempel etwas Geheimnisvolles entdeckt haben. Randolphs Tagebuch Teil 9. Dieser Tagebucheintrag beschreibt, wie Randolph Hodgson Lady Bradshaw tötete, nachdem sie sich der Dunkelheit ergab. Randolphs Tagebuch Teil 7. Dieser Tagebucheintrag beschreibt, wie Mary Hodgson von den Toten zurückkehrte und ihren Mann angriff. Heidnisches Abbild. Ein heidnisches Abbild mit einem daran versteckten scharfen Widerhaken. Die Hirten auf dem Hof über dem Tempel beten Abbildungen der Kreaturen an. Pazuzu. Ein antikes Götzenbild, das die dämonische sumerische Gottheit Pazuzu darstellt. Der mythologische Dämonengott Pazuzu könnte eine Darstellung der Kreaturen gewesen sein. Lebenszyklus der Kreaturen. Notizen, die sich mit dem Lebenszyklus der Kreaturen beschäftigen und darauf schließen lassen, dass es sich dabei um von vampirischen Parasiten heimgesuchte Leichen handelt. Eigenschaften der Kreatur. Eine Liste der Fähigkeiten und Merkmale einer nicht identifizierten Kreatur. Darunter auch Echoortung und körperliche Widerstandskraft. Sternenkarte. Eine Tontafel mit einer Art Sternenkonstellation. Auf ihr klebt ein Schild zum Katalogisieren. Die Cetus-Konstellation hat eine göttliche Bedeutung für die Tempelpriester. Katalog der Funde. Dieses Dokument belegt, dass die Götter König Naram-Sin verfluchten, weil dieser Krieg gegen sie führte. Randolphs Tagebuch Teil 4. Dieser Tagebucheintrag beschreibt die Entdeckung einer seltsamen, unerklärlichen Welt unter dem Tempel. Ah, man kann sogar das Video noch anziehen, habe ich gerade gesehen. Randolphs Tagebuch Teil 1. Dieser Tagebucheintrag enthüllt, dass Lady Bradshaw Randolph und Mary Hodgson anheuerte, um das Grab von Alexander dem Großen zu finden. Randolphs Tagebuch Teil 6. Dieser Tagebucheintrag enthüllt, dass die erkrankte Mary Hodgson etwas über geflügelte
Dämonen sammelte. Randolphs Tagebuch Teil 8. Dieser Tagebucheintrag beschreibt, wie die Archäologen versuchten, den Tempel zu zerstören und die Kreaturen für immer zu begraben. Ich glaube, uns fehlt nur dieser hier. Das wäre, glaube ich, Tagebucheintrag 9. Oder? Also hier unten ist auch noch einer. Das ist 5. Das ist ein Brief. Nein, 9 haben wir hier. Das ist eben nach Nummer 10. Verdammt, einer fehlt uns. Ein Tagebucheintrag fehlt, dann hätten wir alle. Versteinerte Lebensformen. Zwei versteinerte Kreaturen. Sie sehen aus, als hätten sie gekämpft, als sie starben. Die Kreaturen bekämpften die vampirischen Parasiten, die den Niedergang ihrer Gesellschaft herbeigeführt hatten. Notizen zum Parasit. Diese Notizen beschreiben, wie in den letzten Stunden der infizierten Mary Hudson ein parasitärer Organismus in ihr heranwuchs. Ja, die fehlen uns. Zylindersiegel. Ein Zylindersiegel, das eine antike Stadt darstellt. Das Siegel stellt die Stadt Gutium dar. Die Akkader glaubten, dass die Güter Dämonen waren, die sie bestrafen sollten. Doch in Wahrheit war die Nation der Güter wesentlich fortschrittlicher als angenommen. Fluch von Akkad. Diese Notiz zeigt, dass der akkadische König Naram-Sin den Tempel gebaut hat, um einen Fluch auf sein Land aufzuheben. Randolphs Tagebuch Teil 5. Dieser Tagebucheintrag beschreibt, wie Mary Hodgson während der Arbeit in der Sternenkammer einen seltsamen Infektion anheimfiel. Mitglieder der Expedition. Ein Foto der Archäologen, die den Tempel erstmals 1946 erforschten. Es ist mit die Hodgson-Expedition beschriftet. Alines Brief. Dieser Brief liegt nahe das Gerücht von dämonischer Besessenheit, hiesigen Ausgräber in Schrecken versetzten. 36 fehlt. Schädel mit Frakturen. Die Frakturen dieses versteinerten Schädels lassen darauf schließen, dass die Stadtbewohner eventuell von einem invasiven Parasiten befallen wurden. Die Kreaturen sind Wirte für denselben Parasiten, der Rachel infiziert hat. Alien-Parasit. Ein Alien-Parasit, der von einer der Kreaturen in Rachels Körper eingepflanzt wurde und dort heranwächst. Dies belegt, dass die untoten Kreaturen von parasitären Lebensformen gesteuert werden. Infektionssymptome. Diese Notizen beschreiben die grauenhaften Symptome einer unbekannten und tödlichen Infektion. Anscheinend kann Kontakt mit den Kreaturen eine schwere Krankheit auslösen. Ja, das glaube ich. Mysteriöses Artefakt. Ein seltsames, tragbares Gerät, das bei Berührung ihnen ein Chord spielt. Offenbar setzen die Kreaturen fortschrittliche Technologie ein, um akustische Geräte mit unbekanntem Zweck herzustellen. Marys Notizen. Einige Notizen zu einer Sternenkarte unbekannter Herkunft, die darauf hindeuten, dass die Kreaturen aus der Konstellation Cetus auf die Erde kamen. Dynamit. Ein Dynamitbündel mit heimlich entfernten Zünden. Jemand hat die Ladung sabotiert, die von den Archäologen rund um den Tempel platziert wurden.
Notizen zur Autopsie. Ein Foto mit fahrigen Notizen zur Autopsie eines nichtmenschlichen Organismus. Dies zeigt, dass die Kreatur vom Adrenalin in den Blutbahnen der verängstigten Opfer ernähren. Schlachtentafel. Eine geschnitzte Tafel, die eine Schlacht zwischen antiken Armeen darstellt. Auf der Rückseite befindet sich ein Schild zum Katalogisieren. Ritualtafel. Diese Tontafel zeigt einen Priester, der mit einem Messer in der Hand ein Ritual durchführt. Auf ihr klebt ein Schildchen mit einer Nummer. Ja, das waren die Sammlerstücke, von denen wir fast alle hatten. Jetzt gibt es aber noch Bonusinhalte. Aussage von Randolph Hodgkin, Teil 2. Der fehlt. Freischalt durchfinden von Randolph Tagbuch Teil 6 bis 10. Weil wir den letzten Eintrag nicht gefunden haben. Egal. Interview mit Ashley Tisdale. When the Queen Bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games, Dark Pictures Anthologies, House of Ashes. Ich werde kurz was umstellen. Ich werde kurz den Untertitel einschalten. Damit die, die kein Englisch verstehen, auch das auch lesen können. Also, der Herr. Ich möchte gerne weiterschauen. When the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games, Dark Pictures Anthologies, House of Ashes. All right, Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taking place in 2003 in the Gulf War, and she is on a mission to find chemical weapons. So she's pretty badass. Wow. This is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow, so how does that process compare to maybe the stuff that you've done, you know, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series, so I would say it's more in line with that because you're in a studio all day and it's like you and the script and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, you know, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process, but it's cool. It's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You're gonna just be like completely like so muscular by the time you're done. Your neck will be. I know. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something like that? Then I feel like is the script. It's not maybe necessarily you're preparing for particular scenes. Everything is so varied. Like, how do you really kind of get ready for it?
I pretty much, you know, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script, like either with a movie or a TV, because it's the same thing of how I approach animations, is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways, because there is multiple different directions the character can go. So if I were to fully prepare, I would maybe like put myself in this like, well, it's gotta be this way. And I wanna feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is. And as long as I know the intention of what I'm saying, then I'm good. What is it? The guy served me. I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often. Especially one that showered. But with any series or film, there's just that one linear path for your character. Yeah. And with this, you have the option of living out many different multiple arcs. Yeah, how do you kind of keep it all straight or keep a, you know, a continuity with your character through all that? Honestly, I don't even remember half of it. you know, I think it's just obviously relying on the director and the guys at Supermassive. They're just really great at knowing where we are in the storyline. And so it's just heavily trusting them. And then, you know, just kind of knowing, yeah, that it's just gonna go. I can't, you know, like there's just so many different areas that it can go. And I could die in one of the things and I could become a vampire. I can like live. It's just like, it's so crazy how opposite. It's gotta be interesting too to think that someone's gonna like play you in a game and then maybe you'll die or you'll live or you'll, yeah, like the people will be in control of your future. I know, I think it's gonna be really crazy just seeing my face on like the character, you know, like that's gonna be so wild. It's so crazy how far video games have come. It's so much more cinematic and like the movies that it's pretty wild. It's like beautiful to watch, but it's gonna be crazy. Now, I guess we have a couple rapid-fire questions that I'd like to hit you with as well. Okay, ready for this? I'm ready. So bitten by a vampire or buried alive? Oof. Yeah, bitten by a vampire. Really? Well, then you get to live forever, so, you know. That is true. Okay, I never thought of that element of it. Things that you've shot so far, do you have a favorite scene? I think my favorite scene would have to be probably early on, between Rachel and her husband. It's a flashback and it's them in the car. And it's a moment in time that kind of changes everything. And what I love about it is that it really shows who Rachel was and how it changed her to become who she is today. There's just so much happening in the game that it's just like a moment where it's just like really kind of stripped down and one-on-one. And I think it's a really beautiful scene. What is it? The guy who served me, I don't know, he was looking at me pretty strange. You know, my sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on your face. See? I told you. So how do you get into that? Because I feel like, you know, it's sometimes it's such a sudden change from one scene to the next. So how do you kind of really get into that moment so quickly? I think how we've done it is that we would start off with the earlier stuff. Okay. So it's kind of like you're building to the bigger pieces. And usually the end of the day, we'll have like the biggest stuff, whether that's us like screaming and fighting, because it obviously drains us and our vocals. So, you know, they know to kind of like have us do the whole like action stuff at the very end of the day. They're breaking through the perimeter. You got any bright ideas? Now's the time. You're the odd of being like, okay, now we're gonna be sweet, and now we're gonna be screaming. It's and hard to go dying, backwards. And then you're gonna be back alive again, and this is a touching moment, and you're gonna die. Yeah, the first time is gonna be like a strange experience, kind of going off on your own and acting out that kind of separate. Yeah, it's definitely a very interesting process to watch, and it's different from anything I've ever done. Has it been hard to navigate doorways with the camera on? Like, do you find Oh, no, I take them off right away. Okay. Anytime I can get a break, because it is a heavy thing. And so it's just like most of the time I'm sitting on the couch with it, like holding the helmet up, because it's like
you know, it's like a weight on your head. So oh, yeah. It's pretty crazy. It's expensive equipment. You don't want to like bang it no. on a door frame. No. Well, now that they've got you in the game, they can put you in anything. I know. I'm so excited because I've never been able to play something like this. Yeah, okay. Well, that's good. Cool. Thank you. Ja, also der Charakter von das habt ihr auch früher vergessen. Ach, wer ist wieder die? Also jedenfalls, Ashley Tisdale war, also spielte, wie heißt sie schon wieder? Ich hab's schon wieder vergessen. Also spielt auf jeden Fall Cute Bitch. Ich weiß nicht, aber das heißt Rachel. Jetzt hab ich's. Ashley Tisdale spielte Rachel und sie erzählte, wie es so ist, wie man so die Aufnahmen macht, wie so eine Szene gedreht wird, dass man so schweres Equipment hat. Und er hat ein bisschen beschrieben, dass so am Anfang zuerst so kleine Sachen kamen wie Dialoge und gegen Ende des Drehtags halt die schwierigen Sachen, also die anstrengenden Sachen wie Kämpfe, Schreien und so. Als nächstes kommt Interview mit einem Monstermacher. Oh, das klingt interessant. The creature has powerful claws and fangs formed from hardened and identifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body. The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once a intelligent race of cosmic nomads traveling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Lookout for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again, the fangs have come through, the vines are poking through the head, this human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host.
Oh, shit. The fuck happened to your teeth, buddy? We refine that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise. And that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure. But we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage. But we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we're trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for two sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. So imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, you know, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and it's scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that's really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used. But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. We react to sound like bats. We hear you. They hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine, like in the States, take a taser to a bunch of meat and a bunch of like organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you! And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together, and like layer them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realize that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasize this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game, where we see these grand environments that they uncover,
which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in this studio. But the challenge, is more than a challenge, is the fun to do it, because it's not like a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about, an enemy of unknown size and their home turf. Sucks to be us. Okay, also hier haben wir gesehen, wie sie diese Kreatur, also die Vampire, gemacht haben. Also sie haben sich eine Mischung aus also sind ja Vampire. Und wenn man jetzt Vampire googelt zum Beispiel, kommen ja hundert verschiedene Geschichten raus. Zum Beispiel Dracula ist eine der Geschichten, wie die Vampire aussehen. Und ja. Sie haben jetzt einfach alle genommen und zusammengefügt. Zum Beispiel, die haben die Echoortung, also wie bei den Fledermaus, so mit Schädeln das gemacht. Und haben sie gezeigt, dass sie alles gezeigt haben, dass mit Motion Capturing, also du bewegst dich in Real Life und die Kamera nimmt das auf und bringt das ins Spiel hinein. Haben sie auch teilweise versucht, also haben die Bewegung gemacht und auch ein Teil animiert natürlich. Gut, jetzt haben wir noch Aussage von Randolph Hoxton, Teil 1. Klingt interessant. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung, eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks, eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Sargos-Gebirge verbringen werden. 2. April 1946. Unser Team ist zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand mein alter Kriegskamerad, Captain Sherman Crow, die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl Arthur Pullman, einen erfahrenen Vorarbeiter bei Ausgrabungen. Und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Aline Journeau, aufgesammelt. Lady Bradshaw bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice van Houten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf ihm vorauseilt. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach Bagdad nehmen. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. 23. Oktober 1946. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller menschlicher Knochen. Aline hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie ein solches Ausmaß an Tod gesehen. Die Akkader haben Tausende im Namen der Götter getötet.
Die meisten Opfer wurden rituell enthauptet. Andere erschlagen und in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten außer Kontrolle geraten wäre. Welche Plage oder Katastrophe forderte solch einen Preis? So viel vergossenes Blut. Und warum? Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah, ist ein Geheimnis, das auf seine Entdeckung wartet. Unsere Arbeit beginnt jetzt erst richtig. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Der Gestank des Todes hing über dem Abgrund. Und überall lagen Leichen, die über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass hiesige Banditen ihre ausgeraubten Opfer hier herunterwarfen. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie gespürt haben mussten, als sie ihrem Verderben entgegentaumelten. Doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches Licht durchdrang die Felsen. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie würde es herausfinden. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Dezember. Crow, Bradshaw und ich begaben uns mit dem Fahrstuhl nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich Bradshaws Stimmungswandel. Sie wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, entfuhr Crow ein Fluch. Vor uns, in einem schwindelerregenden Gewölbe, lag eine Stadt. Abscheulich, kolossal, schlafend. Eine riesige Struktur, erbaut in einer uralten, menschenfremden Zeit. Der Anblick überwältigte mich und ich sank auf die Knie. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Gut, das war der Tagebucheintrag 1 bis 5. 6 bis 10 können wir uns nicht anschauen, weil ich Tagebucheintrag Nummer 10
nicht gefunden habe. Aber ja gut. Jetzt haben wir jetzt noch die Analot... Ich kann nicht mehr reden. Ehrlich. Die Anatologien. Diese Spiele gibt es noch. Und dies werde ich auch noch spielen. Das habe ich jetzt gespielt, House of Ashes. Am Bett des Irakkrieges entdeckte eine Spezialeinheit auf der Suche nach Masservernichtungswaffen, etwas noch tödlicheres. Einen versunkenen sumerischen Tempel, der von schauerlichen Kreaturen bevölkert ist. Um die Nacht zu überleben, muss sich die Spezialeinheit mit oberirdischen Feinden verbünden. Ja, das haben wir gespielt. Das wäre der Nachfolger, The Devil in Me. Eine Gruppe von Dokumentarfilmen erhält eine seltsame Einladung, den Nachbar des Mörderhotels von Hayden Tay Holmes, dem ersten Serienmörder der USA, zu besichtigen. Es dauert nicht sehr lang, bis sie herausfinden, dass sie beobachtet werden und dass mehr auf dem Spiel steht. Dann ist es der Vorgänger von House of Ashes, Little Hope. Vier College-Studierende und ihr Professor stranden in einer gottverlassenen Stadt namens Little Hope und werden von einem dichten Nebel eingeschlossen. Während sie versuchen zu entkommen, haben sie grausige Visionen aus der Vergangenheit. Sie müssen herausfinden, was es damit auf sich hat, bevor es zu spät ist. Und da gibt es auch Man of Medan. Dieses Spiel habe ich schon bestellt, sollte es heute zwei Tage ankommen bei mir. Da werden wir das als nächstes Let's Play, danach Little Soap und danach The Devil in Me. In Man of Medan brechen fünf Freunde zu einem Tauchtrip auf, der zusehends unheimliche Ausnahme annimmt. Ja. Und das war's auch schon mit House of Ashes. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Weil ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao!